Hallöchen, hier ist nochmal der Erklärbär und heute wieder, wie ihr seht im Hintergrund, aus dem Gartenhaus. Im Garten, weil es da so schön ist. Heute geht es mal um das Thema Banken in Deutschland. Speziell geht es um die Deutsche Bank und um die Commerzbank, die ja mehr oder weniger fast direkt zusammenhängen. Sprich, kippt der eine, kippt der andere. Und too big to fall, also zu groß um zu fallen, den Satz könnt ihr euch schon mal abschminken, das ist total dummes Geschwätz. Ich wollte heute auch eine Videoempfehlung rausgeben, und zwar Videos von Daniel Sauer. Guckt euch die bitte an zu dem Thema Deutsche Bank und Commerzbank. Der hat nämlich die Daten jetzt zusammengesammelt und aufgedeckt und hat da ein Video drüber gemacht, wie viel die spekulieren und verzocken. Auf eure Kosten natürlich, weil das Ganze wird demnächst kippen. Das ist gar nicht mehr zu schultern. Das ist einfach viel zu viel. Die Deutsche Bank hat mittlerweile Spekulierungssumme von knapp 46 Billionen. Das sind also 46.000 Milliarden. Das sind Summe, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das heißt, Deutschland müsste 12 Jahre lang arbeiten, das komplette Bruttoinlandsprodukt bezahle, und dann wären wir gerade mal bei Null. Da wären noch gar keine Zinsen und Schulden bezahlt dafür. Wenn dann noch so ein Olaf Scholz in die Kamera sagt, ihr braucht euch über die Finanzwelt und euer Geld keine Sorgen machen, es gäbe kein Problem und nichts, dann müsst ihr jetzt wirklich mal beim allerletzten die Finanzglocke, okay, also die Alarmglocke für die Finanzen. Und was mich jetzt betrifft, das muss ich euch auch mal sagen, kann man jetzt natürlich sagen, es geht eigentlich keiner was auch, aber ich rede über so Sache, auch wenn man oft sagt, man spricht über Geld nicht, aber ich spreche trotzdem drüber. Meine Bank hat mir, obwohl ich eigentlich liquide genug bin, meinen lächerlichen Kredit oder Bonus, Quatsch, nicht Kreditbonus, sondern Dispo. Ich habe mir damals selber ein Dispo von 300 Euro eingeräumt, weil ich kein Freund von Kredit und Schulden bin. Und das war eigentlich so eingerichtet von mir, dass maximal 300 Euro Schulden auf dem Girokonto entstehe und danach nichts mehr abgebucht werden kann, sprich Rückbuchungen gemacht werden. Und erst dann wieder freigeschaltet wird, wenn das Minus beseitigt wird und das Girokonto wieder im Plus ist. Und jetzt kommt. Die Bank hat mir, ohne das jetzt groß mitzuteilen, angeblich hat sie mal Postfachmail geschickt. Nur kann ich oft das Postfach nicht öffnen. Warum, weiß ich nicht. Irgendwie funktioniert die App nicht so gut. Also man redet hier über lächerliche 300 Euro Dispo-Kredit. Die sind auf Null gesetzt worden. Und jetzt nenne ich euch auch den wahren Grund. Der wahre Grund ist, dass sehr viele Banken momentan dem Geldsystem, wie es jetzt gerade ist, momentan nicht mehr trauen. Und dann sagen sich natürlich die Banken bei speziellen Kunden, wir gewähren nicht mehr so viel Dispo, weil für die Bank ist es ein großer Unterschied. Geht die Bank pleite und ihr habt Plus drauf von, sagen wir mal, 2000 Euro, kann die euch das laut SAG-Gesetz wegnehmen. Sprich, ihr kriegt es einfach nicht mehr ausbezahlt. Das Geld ist dann weg nach dem SAG-Gesetz, was halt seit 2015 gültig ist. Und wenn jetzt wieder der eine oder andere in die Kommentare schreibt, jo, es gibt doch die Einlagensicherung mit 100.000 Euro. Wisst ihr, wo die Einlagensicherung mit 100.000 Euro ist? Kann ich euch sagen, die schon vor Monate oder ein paar Jahre schon ins Klo gespült worden. Die wurde nämlich aufgehoben und neutralisiert durch das SAG-Gesetz. Und damit seid ihr verpflichtet, Banken, Versicherungs-, Bausparverträge etc. pp. Auf eure Kosten zu sanieren. Deswegen heißt es auch Sanierungs- und Abwicklungsgeschäftgesetz. So. Und mein Aufruf ist halt an euch, jeden Euro, den ihr nicht
mehr auf der Bank habt, sondern in der Hand habt, hier in der Hand physisch, oder legt nun das Kopfkissen oder berühmte Matratze, was weiß ich, der hat vielleicht eine Socke drin oder geht spazieren damit, das ist wurscht, was er damit macht. Das ist das einzigste Geld, was sicher ist. Das ihr in der Hand habt. Sollte jetzt aber allerdings in der nächsten Zeit von heute auf morgen, sind es wieder so Aktionen, gehe, eine Währungsreform komme oder eine Hyperinflation, dann könnt ihr selbst das Bargeld, was ihr zu Hause habt, in den Kaminofen schmeißen zum Verheizen, weil das im Zuge einer Hyperinflation innerhalb kürzester Zeit total wertlos wird. Seht dazu bitte auch Videos zum Thema Zimbabwe, Hyperinflation. Dazu muss man sagen, die Regierung hat ihre eigenen Leute, also sprich die Bevölkerung, damals auch verarscht. Die hat die gelockt mit 10.000% Zinsen für ihr Geld. Hört sich utopisch an, war es auch. Jeder sagt natürlich, wow, 10.000%, da lege ich sofort mal Geld an. Da muss ich schon blöd sein, wenn ich mal Geld nicht anlege. So. Und die Regierung von Simbabwe hat aber gewusst, was kommt. Also sie haben es natürlich bewusst verschwiegen und in die Länge gezogen. Die hatten nämlich im gleichen Jahr eine Hyperinflation von über 1 Million. Jetzt könnt ihr mal raten, was die Leute nach einem Jahr Geld anlegen rauskriegt habe. Gar nichts. Es war komplett weg, weil eigentlich hätte die noch Geld bringen müssen, weil deine 10.000% Zinse stande 1 Million Hyperinflationsprozent gegenüber. Das heißt, das Geld war schneller verdampft wie ein Tropfen Wasser in der Wüste. Deswegen, bitte Leute, lasst euch von der Regierung nicht so Mist erzählen, dass alles sicher wäre. Dieses Fiat-Geldsystem steht kurz vor dem Aus. Und alles, was wir jetzt noch erleben, ist Ausblühung vom Rest. Das heißt, dieses System wird sich auch nicht mehr lange halten. Deswegen tut euch selbst den Gefallen, handelt, reagiert, solange ihr es noch könnt. Klärbär, der Erklärbär, wünscht euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Lasst es euch durch den Kopf gehen. Und traut bitte keinen Leuten, sprich Politikern, die ihrem eigenen Arsch nicht trauen. Weil wie viel Vertrauen sollen die bitte schön haben? Bis dann, tschüss.